Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catzone und meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Wir haben gestern gestreamt und haben ein wenig was gemacht. Ich habe hier eine Schmelze herausgenommen und rausgebracht, die jetzt in der Lage ist, wenn wir hier ab und zu mal ein bisschen was nachlegen, so in Richtung Kobalt, Ardite und so weiter, hier verschiedene Sachen zu machen. Ich habe auch alle Casts, die wir brauchen, gemacht und das ist so für zwischendrin gewesen. Das können wir also abbauen. Hier haben wir eine Infinity-Cow-Melkstation, eine Night-Slime-Melkstation und hier haben wir eine Iridium-Melkstation. Einfach, weil wir es können. Das ist einfach da gewesen, weil wir es können. Hier muss noch ein Boden rein, den könnten wir eigentlich gerade mal reinmachen. Dann nehmen wir nämlich die Slabs von den Stone Bricks, die wir aus dem System holen müssen. Stone Brick Slabs. Zack, 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 zack. So. Wofür diese Ebene hier im Allgemeinen aber gemacht wurde, ist, dass wir ein bisschen weiter expandieren können und wieder neue Sachen bauen können. Denn wir waren doch etwas limitiert, was das Ganze anging. Denn wir haben im Laufe der Zeit leider Gottes unseren kompletten Platz, den wir vorne haben, für Dinge ausgegeben und für modulare Bauweise ausgegeben und haben irgendwie, da vorne könnten wir jetzt noch zig Millionen Jahre weiterbauen, aber es ist einfach unförmig, wenn wir hier einen riesigen Strich haben. Deswegen machen wir hier jetzt noch einen Teil nach hinten, wir machen da vorne noch einen Teil nach hinten und da hinten auch noch hinter der Mobfalle. Und ja, das ist ungefähr das, was in der Zukunft passieren soll. Hier soll jetzt aber heute erst einmal der Start für unser Chest-System, für unsere Quest passieren. Bedeutet, wir müssen hier erst einmal einen Weg finden, wie wir Sachen problemlos einspeisen können in unsere Lagersachen. Bedeutet, wir gehen auf Chests und holen uns hier mal Trap-Chest raus. Eins, zwei. Und wir holen uns normale Chests raus. Eins, zwei. So, Trap-Chests und normale Chests. Und da müssen wir mal gerade gucken, wie weit wir hier fertig werden. Bedeutet, wir fangen hier an mit dem hinteren Teil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kann ich, wenn ich das hier so mache, jetzt... Oh ja, kann ich theoretisch sogar. Bedeutet, ich kann das hier so wechseln, damit ich die Sachen mit dem Bilderswand hochsetzen kann. Das ist cool. Das ist sehr, sehr praktisch für uns. Das ist jetzt nur gerade die Frage. Ja, genau, wir machen das so. Zack, 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 zack. So, da ist jetzt nur noch eins frei und da ist auch nur eins frei. Wunderbar. Bedeutet, wir können hier einfach das Zeug nach oben bauen und dann passt die ganze Geschichte. Yep. Eins. Zwei. Noch 20. Die reichen nicht für alles, oder? Ne, uns fehlen noch Trap Chest. Moment. Trap-Bet. Machen wir noch einen Stack und wir machen noch normale Chests, eben einen Stack. So, dadurch können wir nämlich dann hier jetzt die Trap-Chests und so weiter alle brav weiter mitbauen. Trap-Chest noch eine mehr, oder? Ja, nee, hier vorne noch zwei. Tack, tack. So, dann nehmen wir die normalen Chests, die wir jetzt dazwischen stellen können und werden die auch hier ganz kurz durchpfeffern. Ja, ich hätte die vielleicht von vornherein mit aufbauen können, dann hätte ich jetzt hier nicht das Problem, dass ich die ganze Zeit fliegen muss. Wenn ich das hier reinsetze, guckt das dann nach rechts? Ja, das wird mich stören, wenn es hier nicht nach rechts guckt. Naja, dann dauert es ein bisschen länger. Tut mir leid. Und dann... Ja. So. So. Da, da. Und zack. Auch das weg. Wunderbar. Das ebenfalls weg, das ebenfalls weg, das ebenfalls weg. Oh Mann, es ist schwierig mit der Rüstung richtig ordentlich durch die Gegend zu dackeln. Aber es sollte uns auf jeden Fall mal die Möglichkeit geben, hier den Anfang zu nehmen. Wieder, weil wir müssen natürlich unsere Quest auch weitermachen, zusammen mit Claudius. Ist ja klar. So, da haben wir unsere Chests, die wir jetzt aufgestellt haben. Die erste Ladung auf jeden Fall. Schön im Viereck, wie sich das gehört. Dann machen wir hier drei Platz zwischendrin. Welche sind das hier? Das sind die normalen Chests. Bedeutet 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Nein, okay. Wenn ich jetzt also hingehen wollte und hier weiterbauen möchte, Trap Chest 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Okay.
Ja, ich denke doch, das wird passen. So. Söl mit Öl. Uiuiui. Immer schön am Setzen und am Überlegen, wie sich das natürlich gehört. Wir könnten noch einfach hier so machen. 3, 1, 2. So. Und dann können wir die ganzen Sachen kurz nochmal rausholen. Trap Chest. Normale Chests. Und dann ganz kurz mal das da drauf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vier hoch, wunderbar. Da haben wir unseren Teil dazwischen schon mal und dann können wir jetzt nur noch nach den Frames gehen. Und dann nehmen wir die normalen Frames, würde ich sagen, jetzt mal. So. Genau. Wie wir die ganzen jetzt dann ordnungsgemäß befüllen sollen, ist halt die Frage, ob es irgendwo eine Wireless-Möglichkeit gibt, Items zu verbinden. Und ich glaube, über Actual Editions gab es da eine Möglichkeit, das Wireless zu tun, ohne dass man da dran klicken muss. Das werden wir auf jeden Fall alles mal schauen. Ich möchte auf jeden Fall ein gescheites Delivering-System haben, damit wir, wenn wir Items in Massen herstellen oder nutzen, wir auch eine Möglichkeit haben, das ordnungsgemäß zu verarbeiten, dass wir nicht alles von Hand reintun müssen. Das ist aber auch so eine Geschichte, die habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Die müssen wir alle noch nachgucken, die Sachen. Das ist krass. So. Da ist er. Und alle weg. Hatschi. Entschuldigung. Hoi. So. Ach Quatsch, Sunset, was mach ich denn? Easy, die Generation hier reicht halt locker aus für das Ding. Ja, ist auf jeden Fall cool. Machen wir mal so, dann geht's wieder zurück. Du gehörst da nicht hin. So, genau, du skippst das komplett nach vorne, weil wir können es ja nicht nach hinten drehen. Das ist in Ordnung. So, dich können wir komplett wegschmeißen. Dich brauchen wir gerade nicht mehr. Dann können wir euch ins System schmeißen. Euch brauchen wir gerade auch nicht mehr dabei. Dann haben wir das auch geschafft. Dann habe ich wieder irgendwas Ekelhaftes als Fleck auf meiner Brille und habe deswegen gerade wieder die ganze Zeit das Gefühl, dass ich da ranleitschen müsse. Das ist natürlich schlecht für uns, gell? So, wir sollten hier eventuell ein ME-System aufbauen. Haben wir da ungefähr eine Mitte? Tape. Tape Measuring. Wo liegt die Mitte von dir? 20. Das ist schlecht. Okay. 10? 8, 9, 10. Hier ist 10.
Jetzt hat es ein Screenlag gehabt und ich weiß nicht, welches es war. Ah! Das war hier 10. Bedeutet, ich hab's Richtige. So, dann müssen wir hier daneben kurz noch einen von den Glowstones setzen. F7. Ja. Okay. Wunderbar. Bedeutet, wir brauchen hier jetzt erstmal Cable. Und zwar 2 Stück, am besten von denen. 1 mehr. Obwohl, wir könnten es eigentlich nochmal 1 höher machen. Ja. So. Dann brauche ich ein Crafting Terminal. Das kommt dahin. Dahin. Dann brauche ich ein Terminal, einen Monitor. Wie heißt das Ding denn? Applied Energistics. Applied Energistics, wie heißt du denn? Das, was ich brauche? Wie ist dein Name? Wo sind denn die ganzen Terminals? Ich finde nicht da. Sitze. Danke. Interface Terminal. Storage Monitor. Der Storage Monitor ist natürlich nicht so craftbar. So, 2 Stück davon. 1 dahin. Alt, stopp. BAG, unsere Bag, da ist unsere Wrench drin. Wrench? Da ist unsere Wrench drin, wow. So. Sehr schön. Dann, Interface. Es gibt ein oder anderes Terminal, das man noch benutzen kann. Okay. Wir werden erstmal hier Fassade drum setzen. Das ist die Stonebrick-Fassade. Die funktioniert da eigentlich recht gut für uns. So, zack und zack. Stonebrick. Und das Ding noch dahin. So. Dann können wir das hier unten jetzt irgendwann irgendwie irgendwo anschließen. Dazu müssen wir aber erstmal ein ME-Kabel runnen, dass das Ding auch wirklich verbindet mit irgendwas. Mit einem Blue-Cable könnte das funktionieren. Smart Blue Cable, eventuell brauchen wir ein paar mehr davon. Blue Kable. Smart Blue Cable. So, ein Stack, dann brauchen wir einen P2P-Bus. Eventuell brauchen wir einen zweiten P2P-Bus. Das ist so einer, den wir jetzt gerade haben. So, denn wir brauchen erstmal einen hier. So. Dann brauchen wir hier das Kabel natürlich noch weitergelegt. Ich würde sagen, das können wir hier lassen. Das legen wir direkt weiter unten. Bis hierhin legen wir das. So, genau. Und dann können wir es einfach hier durchpushen. Miau. Natürlich war da jetzt ein Fluix dazwischen. Was soll das denn? Wow, das hat gut funktioniert, hier nicht alles zu zerstören dabei, das abzubauen. Okay. Tack, 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 tack. So, dann kriegen wir hier einen P2P-Tunnel hin. An dem P2P-Tunnel hauen wir das da dran. Dann brauchen wir hier noch ein Cable. Und zwar möglichst eins mit Farbe. Cable. Machen wir Green, oder? Haben wir ja. Ja, würde ich sagen, Green. Dense-Kabel nehmen wir zu Anfang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natürlich geht da alles von den Fassaden auch wieder mit weg, was wir gerade gesetzt haben, aber das ist in Ordnung. Das war ja irgendwo zu erwarten, dass das wieder hier solche Probleme gibt. Wir hauen hier das Dienstkabel rein, einfach damit wir da auf einer Ebene bleiben. Dann brauchen wir Fassaden. So, Fassadius, Fassaderus, Fassaderus. So. Und jetzt geht's darum, dass wir eben Dinge wie zum Beispiel einen Channel bräuchten hier unten. Möchtest du einfach keinen Channel kriegen, oder? Unlinked. Unlinked? Moment, du müsstest eigentlich gelinkt sein. Habe dich gerade gelinkt. Habe dich gerade in diesem Moment gelinkt. Upsala. Upsala. Hast du hier eine Verbindung? Korrekt. Hätte man auch wissen können, dass das wieder der gleiche Fehler ist wie vor einer halben Ewigkeit. So, könntest du dann jetzt bitte langsam aber sicher blopp angehen? Dann bin ich nämlich eine glückliche Katze, weißt du? Danke. Wundervoll. Dann können wir von hier aus nämlich weiterarbeiten. Dann haben wir auch hier wieder ein Terminale. Wunderbar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken würden, jetzt brauchen wir zum Beispiel Stone. Müssen wir gucken, haben wir denn genug Stone im System? Gehen wir hin, an was wir gerade arbeiten. Das ist zum Beispiel jetzt in dem Fall Stone. Ach okay, ja, haben wir genug. Super, dann können wir das hier irgendwo einsetzen. Da ist zum Beispiel Stone drin. So. Die Frage ist jetzt, wie man das zum Beispiel dann ordnungsgemäß erreichen kann. Da müsste man dann immer die Sachen währenddessen abmachen und ins Frame darunter legen. Da müsste man Wireless oder Cable allgemein nehmen. Jetzt die Frage. Item. Item? Gibt es eine Möglichkeit, Items über Langstrecken zu versenden? Item Sealer, Item Filter. Ein Item Magnet ist auch was Hübsches. Ist aber nicht das, was ich meine. Wireless. Sending. Okay. Ein Weg, Sachen weiterzuarbeiten oder weiterzuschicken, ist dann halt eben das. Jetzt brauchen wir allgemein das Dance-Kabel wieder. Und zwar so, dass wir hier weiter können. Und eventuell sollten wir hier auch noch ein paar von den anderen Cables ranmachen. So. Da haben wir jetzt genug Platz, um hier von dem Ding abzugehen. Dann brauchen wir ein paar Cable im Allgemeinen wieder. Am besten die da. Machen wir Cable Anchor dazu. Dann brauchen wir Exportbusse. Haben wir nicht besonders viele da. Moment. Export. Das sollte reichen. 31 darf ich davon ja gerade nur benutzen. So, bedeutet das und das weg, das hier dahin. So. Da kommt Stone rein. Da kommt auch was rein. Beziehungsweise arbeiten wir von links nach rechts oder von rechts nach links? Ich glaube, wir verarbeiten von links nach rechts, dass wenn wir davor stehen, von links nach rechts eben die Sachen wieder Geschichte sind. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, das sind 5 mal 4, sind 20. 24. 28. 31.
So. Das sind hier oben dann immer 8, oder? 4 plus 4 sind 8, genau. Weil wenn ich jetzt hingehe und das hier oben verkable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Able Anchor nach unten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8. Und ich glaube, die untere Reihe können wir uns schon komplett sparen. Die können wir nämlich gerade gar nicht benutzen. Die könnten wir nur benutzen, wenn wir vom P2P-Bus nochmal was verändern. Dazu müssten wir einen zweiten P2P-Bus irgendwo einsetzen. Machen wir auch. Da ist nämlich ein Denkfehler drin. Wir haben oben nämlich 4 Channel verbraucht und nicht 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, irgendwas. 1, 2, 3. Habe ich das schon richtig abgebogen? Durch einen Zufall? Ja, habe ich. Cool. Okay, dann brauche ich ein P2P-Bus. P2P. Okay, die können wir craften. Das ist das, was wir tun müssen jetzt. P2P. 1, 2. Das hier da kopieren. Bedeutet, den brauchen wir zum Kopieren jetzt. Das Ding dahin, zwischenspeichern. Das Ding hier vorne, daran. Senden. Und damit müssten wir dann jetzt die Möglichkeit haben, hier komplett 32 Channel auszuballern. Bedeutet, wir müssen da erstmal noch Channel Anchor setzen wieder. Na, war ja wieder klar. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Wundervoll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Export. Nochmal ein weiterer Export-Bus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Und wenn man jetzt hier hingehen möchte und das irgendwie verbinden möchte, dann macht man das am besten so. Mit Channel-Anchern mal wieder. So, wir haben leider keine von den Green-Kabeln mehr, beziehungsweise Lime-Kabeln. Sind das Green oder sind das Lime-Kabel? Das sind Green-Kabel, oder? Ja, okay. Green, okay. Green-Kabel. Da oben. Hallo. So, ein bisschen Cactus-Green, dann passt die ganze Geschichte. MEOW. Achso, die ist gerade eben gekommen und dann wieder gegangen. Ja gut, die habe ich nicht gesehen, das tut mir leid, Shiro. Das tut mir leid. So, und dann können wir hier einfach Distanzkabel nach oben setzen, so wie wir es jetzt gerade brauchen. So. So muss das nämlich, Leute, hier. Acceleration Cards bitte ein bisschen. Natürlich fehlt uns das hier. So. Drei, vier. So. Wieder alle weg. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber noch was frei. Sieben, acht. Fünf. 6, 7, 8. Genau, da müssen jetzt noch die 2 und hier ist er frei. Genau. So. Wenn wir jetzt also hier anfangen würden und sagen, okay, da soll Stone rein, dann geben wir dem jetzt die Aufgabe, da Stone reinzusetzen. Das ist der, den wir hier haben. Stone, Granite, Polished Granite und so weiter und so fort. Stone soll hier rein. Wunderbar. Dann brauche ich Granite. Kann ich das nach ID ordnen? Nein, kann ich nicht. Okay.
Granite. Einer davon und einer davon. Granite, Polished Granite. Dann kommt Andesite. Nein, nein, das ist Diorite. Polished Diorite, Diorite. Diorite, Polished Diorite. Dann Andesite, Polished Andesite. Andesite, Polished Andesite. So. Das sind die Geschichten. So geht's jetzt weiter. Und das ist jetzt am Anfang natürlich... Oh, das ist Polished Ding. Das ist jetzt am Anfang wieder nur das Refillen von dem ganzen Zeug. Aber so haben wir wenigstens mal eine Lagermöglichkeit für ein bisschen was. Für Schritt Nummer 1, würde ich es jetzt mal nennen. Hier sind wir zum Beispiel schon fertig. Hier können wir jetzt sagen, wir sind fertig. Wir können hier jetzt theoretisch Item Frame ransetzen. Aber man kann es, glaube ich, nicht ins Item Frame, nee. Müssen wir dann gleich machen. Wenn wir die obere Reihe fertig haben mit allem, was hier rein importiert werden muss, dann können wir das gucken. Was kommt nach Polished Andesite? Grass Block. Wir haben Grass Blocks im System. Ich bin mir absolut sicher, dass wir die nämlich schon gemacht haben. Genau. Dann hier, Grass Block. Ist das nächste, was wir brauchen. So, jetzt ist die Frage, machen wir hier rechts weiter oder machen wir jetzt hier nach unten weiter? Deswegen, das ist jetzt eine gute Frage. Wie viel haben wir denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir müssen so oder so noch öfter dahin gehen. Aber 10 wären es jetzt noch reichs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, wir können es sowieso nicht nach dem Ding hier machen. Bedeutet, wir machen einfach darunter weiter. Da ist Gras drin, alles voll. Alles voll, Polished Diorite ist anscheinend nicht voll. Ich habe das Gefühl, dass unsere kompletten Crafting-Geschichten extrem laggen. Das ist natürlich sehr schade, dass das so laggt. Aber es passiert. So. Also, die oberen Teile haben wir alle fertig, so wie es aussieht. Hier kommt jetzt noch der restliche Teil rein. Sehr schön. Dann kommt Dirt, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Dirt. Dirt, dann kommt Cursed Dirt und dann kommt Petzl. Dirt, Cursed Dirt und Petzl. Dirt, Cursed Dirt und Petzl. Dann Cobblestone. Cobblestone ist so eine Geschichte, die haben wir nicht besonders gemacht, weil wir hier von 1,8 G oder B haben, was auch immer. Ich glaube Billion. Nach Cobblestone folgt Wooden Plank. Wood. Wood, 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 Wood. Genau. Da ist jetzt die Frage, wie viele von den Wooden Planks wir da reinkriegen. Und haben wir kein Rezept für Wooden Planks? Ich glaube, wir haben kein Rezept für Wooden Planks. Wir müssen ein Rezept für Wooden Planks einstellen. Danke. Normale Pattern. Wooden Plank. Bitte das da. Das hier ist Spruce Wood. Bitte das da. Das da ist Jungle Wood. Bitte das da. Akazienholz ist ja auch eine ziemlich schöne Geschichte. Bitte das da. Erstmal einspeichern. So, drei. Oh, das ist genau das Richtige. 3, 4, 5. Dann Jungle Wood waren wir, glaube ich, gerade als letztes. Dann gehen wir noch auf Akazienholz. Und Dark Oak Wood. Ich glaube, Akazienholz habe ich schon drin. Sehe ich jetzt gleich, dass ich das drin habe. Und dann ärgere ich mich. Ja, da ist es. Okay, also nur Dark Oak Wood. Dann kann ich das hier wieder resetten mit einem Shift-Rechtsklick und dann kann ich das wieder reinlegen, als wäre das ein ganz normales Crafting-Menü. So, dann Wooden Planks. Wooden Planks, bitte. Davon bitte 3,
3700 davon machen. Braucht nur dezent kurz. Daten. 3700 davon. 3700 davon. Wir haben nicht genug Dark Oakwood. Wir haben so wenig Dark Oakwood? Dein Ernst? Wir haben auch kaum Dschungelwood. Wir haben einfach alles angebaut, aber die Hälfte davon reicht uns nicht. Ja, Sprucewood kriegen wir hin. 3700. Naja, okay. Das bedeutet, wir wissen, wir müssen langsam aber sicher nochmal in die anderen Holzsorten reingehen. Eventuell können wir das auch noch mit einer Nature Essence zusätzlich machen. Die müsste nämlich auch in der Lage sein, die anderen Holzsorten zu craften. Da kommen wir auf jeden Fall auf die Saplings. Komme ich auf das Wood irgendwie drauf? Wood? Ja, mit Wood Essence kann ich verschiedene Wood-Sachen zu bauen. Also brauche ich Wooden Seeds. Aber die habe ich halt nicht. Die kommen noch dann. Gut. Naja, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich würde aber sagen, das war es von dieser Folge Catzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir fangen hier auf jeden Fall gescheit an. Nennt mir mal bitte auch noch ein paar Möglichkeiten, wie ihr findet, dass wir das Design hier effizienter machen können. Es ist halt so gemacht, dass wir es am Ende dann einfach nur da stehen haben und halt so die Sachen befüllen können in der Schnelligkeit und halt alles per Autocrafting regeln. Das sind so die Geschichten, wie ich es gerade machen will. Leute, denkt gerne daran, das ist Catzone, das bedeutet, es ist ein Herzensprojekt. Ich weiß, das ist kein Großprojekt oder sowas, aber ich würde mich hier sehr über eine Bewertung freuen, weil hier viel Arbeit reinsteckt. Und schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Leuten vorbei, die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht es gut und bis dahin erst einmal ciao. Throw your canes up.